Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Wir haben unser Dokument geschrieben, ja, zumindest machen wir, haben uns jetzt eine Pause verdient, sagen wir. Wir wollen dieses Dokument speichern auf unserem Speicher, auf unserem Computer, irgendwo. Ja. Wie geht das? Ja. Wie geht das? Man wählt das Dokument aus. Ich kann entweder da oben auf Speichern klicken, ja, und wenn das Dokument noch nie gespeichert wurde, bekomme ich einen sogenannten Dialog. Ja, also ich kann entweder da oben drauf drucken, dann kommt so ein Dialog. Abbrechen. Eine Möglichkeit. Ja, oder ich kann hier auf Datei gehen und hier auf Speichern oder Speichern unter, auf Speichern. Das schaut dann ein bisschen anders aus. Da kommt nämlich nicht dieser Dialog, ja, sondern da kommt es ein bisschen anders. Und jetzt ist es Geschmackssache, was einem besser gefällt. Also entweder hier speichern und mir hat früher das ein bisschen besser gefallen, wie das ausgeschaut hat, wo ich meine Ordnerstruktur gesehen habe und so weiter. Jetzt kann man das dann nur irgendwie auswählen. Vielleicht bin ich zu technisch, ich weiß es nicht, aber so richtig leidend ist es nicht. Mir gefällt das da oben. Mir gefällt das ein bisschen besser, wenn man hier auf Speichern geht, weil da kann man zumindest navigieren. Ja, da habe ich links irgendwelche Ziele, dieser PC zum Beispiel oder OneDrive Personal und so weiter. Und jetzt kommt es darauf an, wo ich das speichere. Also wenn ich da zum Beispiel unter dieser PC, ja, da sehen wir schon, aha, was ist da? Da bin ich ja irgendwo. Ich bin irgendwo. Ja. Wenn ich hier auf Durchsuchen gehe, kriege ich dieses gewohnte Speicherzeug. Ja. Und auch hier kann ich auf zum Beispiel da und da speichere ich das jetzt rein. Microsoft Word. Das ist ein guter Name für das. Jetzt lege ich das auf eine lokale Festplatte. Das ist bei mir die Festplatte D. Ja. Jetzt lege ich das auf die Festplatte D einfach mal drauf, speichern. Jetzt ist das dort gespeichert. Ja, auf meiner Festplatte D. Wenn ich in Windows Explorer öffne und machen wir auf und auf D ändere, dann habe ich hier, muss irgendwo Microsoft Word.docx sein. Ja, tatsächlich ist es hier. Ja, tatsächlich haben wir das da drin, Microsoft Word.docx. Wunderbar. Ja, jetzt kann ich praktisch Word schließen. Und mit einem Doppelklick auf die Datei wird Word auch wieder automatisch geöffnet. Und es schaut genauso aus wie vorher, genau wie ich es gespeichert habe. Ja. So war es einmal, ja. So kann man es noch immer machen. Es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, da oben automatisches Speichern. Schau, das ist ausgeschaltet. Das kann ich nicht. Wie aktiviere ich automatisches Speichern? Das kann ich nicht einschalten, weil das ist nämlich schon lässig. Wenn das praktisch, wenn man schreibt und das speichert im Hintergrund mit ein bisschen. Ja, und man kann eigentlich nicht vergessen zu speichern. Das ist ganz gut. Dazu muss das Dokument aber nicht auf einem lokalen Laufwerk gespeichert werden, sondern auf OneDrive. Okay? Also, wie speichere ich das auf OneDrive? Ja, nichts leichter als das. Ich gehe hier auf Datei, sage Speichern unter. Es ist ja schon wo gespeichert. Ja, es ist ja schon wo gespeichert. Ja, auf D, auf einer lokalen Festplatte. Wenn ich einfach auf Speichern drücke, speichert es dort wieder hin. Ja, weil es weiß ja eh, wo es hingehört. Aber wenn ich es woanders hin haben möchte, dann kann ich es entweder im Explorer irgendwo anders hin verschieben, eine elegante Lösung, ja, oder wenn ich den Explorer jetzt nicht aufmachen will, dann sage ich Datei, Speichern unter. Und jetzt kann ich meinen Speicherort auswählen. Und hier kann ich zum Beispiel mein OneDrive auswählen und kann da drin herum navigieren, auf Schule, Inf zum Beispiel, ja, und muss mich nicht darum kümmern, wo liegt denn das? Wo ist denn das OneDrive wirklich? Wir wissen, das OneDrive, wenn wir das auf Durchsuchen gehen, dann haben wir unser OneDrive ja auch hier. Hier ist OneDrive und auch hier können wir in Schule AINF gehen und da speichert es jetzt rein. Microsoft Word soll diese Datei heißen, speichern. Und jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Warum? Weil das wird jetzt im OneDrive auch angelegt. Irgendwo in der Cloud, ja, ist das gleich automatisch angelegt worden. Und jetzt hat sich auch automatisch das automatische Speichern da oben, das automatische Speichern hat sich automatisch aktiviert. Ja.
Microsoft Word checkt sofort, aha, das hat er auf OneDrive gespeichert. Der will das wahrscheinlich teilen oder das will er irgendwie da oben sichern. Das heißt, ich aktiviere das automatische Speichern. Das automatische Speichern, ich brauche nicht mehr speichern. Es ist hier im Menüband oben steht auch jetzt gespeichert daneben. Und wenn ich jetzt irgendetwas ändere, zum Beispiel das hier wieder auf die Formatvorlage Standard zurück, ja, dann sagt er sofort, wird gespeichert. Ja, jetzt speichert er das, lädt es hinauf ins Internet und sagt, gespeichert. Ich kann Änderungen nicht mehr verlieren. Blöd wird es, wenn ein bisschen tricky wird, wenn die Internetverbindung abreißt. Ja. Aber wenn das alles stabil ist, dann funktioniert das eigentlich ungemein. Ja. Ich verwende das immer so, ja, dass ich das auf OneDrive speichere, automatisches Speichern aktiviert habe, weil ich hier zu Hause mit einem Computer arbeite und in der Schule mit einem Computer arbeite und so kann ich alles, was ich zu Hause editiert habe, in der Schule gleich verfügbar. Okay. Das ist der Grund. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, das Speichern ist nicht mehr so leicht wie früher, ja, irgendwo hinspeichert. Ja. Sondern da passiert im Hintergrund noch einiges und das wollte ich eben erklären. Ja. Jetzt haben wir unser Dokument gespeichert. Jetzt haben wir uns einmal eine Pause verdient. Okay? Und das nächste Mal werden wir sprechen über diese Formatvorlage ein bisschen besser. Wir werden uns eine eigene Formatvorlage basteln und werden da genauer hinschauen in die Formatvorlagen, was da ist, was man da alles machen kann. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.